Moin Leute, die Game Awards sind vorbei. Lost Ark hat einen Auftritt mit einem neuen Trailer und dem Release-Datum. Endlich. Dazu kommen wir gleich. Davor aber ganz kurz. Wie genau war das eingebunden? Irgendwie, vielleicht, weil ich hier im Livestream hinterher gucke, aber ich sehe hier Jobangebote von Bethesda. Und dann, wenn wir reingehen und uns den Trailer angucken, direkt danach den Trailer. Ja? We're running out of platforms to port Skyrim to. And because it's not simple to give anything away for free these days. Verrückt auf jeden Fall. Here's a bunch of legal text. Aber okay. Bunch of legal text, Bethesda. Ohne Überleitung gehen wir in den Lost Ark Trailer rein. Is the foolish dream of mortals. But this world, this Arcadia. Oh boy. Than you could ever imagine. Warte, der Text war zu schnell für mich. Verstand er? Dangers of Legend have returned. Okay. Blade, natürlich, muss sein. Your Odyssey awaits. Oh boy, oh, Handle Dungeon, so wunderschön. The Chaos Gates have burst open. The demon legions of Kazaros blot out the sun. Und hier haben wir schon. Fairerweise, dieser Trailer ist was. Wir haben keinen richtigen neuen Cinematic dazu bekommen. Auch hier wieder fehlt so ein bisschen an Epicness in meinen Augen. Das sieht mehr so aus, als hätte ich mich hingesetzt, mir mal ein paar Stündchen Zeit genommen und ein bisschen Gameplay aneinander geschnitten. Aber sei es drum, meine Güte. Wir wissen, liebe Leute, es kommt leider nicht im Januar, aber es kommt schon in der ersten Hälfte des Februars. Play free am 11. Februar. Crazy, das ist bereits in ziemlich genau 2 Monaten. Weiter geht's. Oh, der Feuerföhn. Mama mia. There is still one chance to end this madness. Find the Ark before all is lost. Okay. Und jetzt haben wir hier den Bildschirm nochmal. Und wie die meisten wissen sollten, 3 Tage Head Start mit Founders Pack, ja. Also wenn ihr vorbestellt habt, könnt ihr 3 Tage früher spielen. Das wäre dann nicht der 11., sondern der 8. Heißt, wir sind in unter 60 Tagen am Lost Ark EU spielen. Crazy. Nice. Oh Gott. Habt ihr das gehört? Im Hintergrund der verhaltenste Applaus aller Zeiten. Einfach so 3 Leute so. Okay, können wir bitte was machen? Sagen Sie was dazu? Bitte sagt was dazu. Oh, laut. That was a new look at Lost Ark from Amazon Games coming in February. And speaking of Amazon, we're proud to partner with Prime Gaming on the Game Awards. This month, you can level up your gaming experience with free games, including Need for Speed, Hot Pursuit, Tales of Monkey Island, and Frostpunk. There's always something new to play every month. And for the games you already own, you can unlock skins, weapons, and more, including in League of Legends, New World, Apex Legends, and Roblox. Check regularly for new drops and surprises at gaming.amazon.com. Okay. Next. In the days leading into the Game Awards, I read the internet with a little bit of fear. Next. Das war's mit Lost Ark? Hatte Lost Ark in den Game Awards eiskalten 2-Minuten-Segment mit einem 35-Sekunden-Trailer und das waren Neuigkeiten von Lost Ark? Kein Hype, kein Release-Date, kein Woo? 3 Leute, die so klar. Okay, nur, dass wir sicher gehen. Ja, das ist der nächste Trailer. Verrückt. Gut. Aber
Trotzdem crazy. Was wissen wir? Wir wissen, wir bekommen Lost Ark am 11. Februar. Wir wissen, wir bekommen für Vorbesteller Lost Ark am 8. Februar. Ich bin der Meinung, schon irgendwo gelesen zu haben, dass diese Vorbestellerpakete mit Release verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Kann falsch sein, aber um sicher zu gehen, seht zu, die spätestens am 1., 2. Februar zu kaufen, wenn ihr eins haben wollt, ja. Ansonsten würde ich sagen, war es das crazy. Okay, schön. Wir haben ein Release-Date und die Game Awards scheinen das ernst genug genommen zu haben, dass sie es so schlecht wie möglich eingebaut haben in meinen Augen. Sorry für die Kritik, aber so 10 Sekunden Anmoderation und 20 Abmoderationen wären in meinen Augen drin gewesen. Andererseits schert mich aber auch in den gesamten Spielen, die da besprochen werden, Lost Ark am meisten. Damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne und wir sehen uns entweder auf Twitch oder im nächsten Video. Ciao, ciao.